Ich habe gehört, du hast keinen Anteil an der Tank. Wer sagt das, Junge? Polenturmapparat? Wer sagt so eine Scheiße schon wieder? Hey, Stefano! Wer sagt das? Wer sagt was? Ja, dass ich gar keinen Anteil habe. Dachi? Dachi. Nimm Dachi nicht so ernst, Mann. Dachi und Leslie. Ich bin wieder richtig auf 180 jetzt. Ich hab das Haus jetzt verlassen. Nee, also anscheinend allen Beweisen nach bist du ein Niemand. Du spielst dich immer auf wie den großen Macker, aber hat sich heute rausgestellt, dass du eigentlich ein Waschlappen bist. Wer sagt das schon wieder? Ja. Wo bist du? Warte mal ganz kurz. Ja, wir sind an der Tanke bei Leslie. Ich komme jetzt, Juri, wenn ich da jetzt nicht... Oh mein Gott. Geht. Willst du mich verarschen? Bleib mal stehen. Warum? Was erzählst du dann wieder für eine Scheiße? Was erzähl ich denn jetzt schon wieder? Dass ich null bin und sowas. Nein, das hat er gesagt. Er hat gefragt. Darauf kam keine Antwort. Ja, warum sagst du nicht, dass ich heftig bin? Ich finde es wirklich lässig. Ich mein's jetzt ernst, ne? Langsam bist du bei mir unten durch, mein Freund. Naja, wenn du Oma erzählst, dass du 70% der Tanke hast, das ist halt auch irgendwie ein bisschen komisch, weißt du? Ach, ist komisch, sagst du, hä? Ich will dich nochmal daran erinnern, als du immer Hilfe gebraucht hast, mein Freund. Wer war immer hier? Dean. Jetzt machen wir einen Abflug hier, Dean. Wieso denn? Ich rede hier gerade mit Leslie. Ja, ich hab den Rücken, Mann. Okay, das geht. Ja, diese Würmergeschichte und so. Ich wurde wegen dir angeschlitzt, weil ich dir geholfen hab. Ja, ich auch. Und ich hab das ganze Thema. Ja, das war aber deine Idee. Du hast nur meine Hilfe gebraucht und ich war dabei. Als die Grove hier waren, die wollten die alles kaputt machen. Ich hab die alle gestoppt. Das klingt schon nett, Alter. Ja, natürlich. Das hört sich schon nach Stefano an, ja? Das ist richtig, ja? Und dann willst du dir erzählen, dass ich hier keinen Anteil hab oder was? Ja, du stehst in keinem der Papiere. 10 auf Leslie. 100.000 Stefano. Ja, das muss nicht unbedingt irgendwie offiziell sein, irgendwie auf Papier draufstehen. Ja, freundschaftlich gehört der Laden 70% mir. Ich sag's dir, langsam bist du bei mir unten durch. Und dann kriegst du richtig auf die Fresse irgendwann. Ich verprügel dich zum 7. Mal. Wenn das Leben dir Papier gibt, dann mach ein Papierflieger daraus. Bist du? Weiß nicht. Papier und so, das ist alles unwichtig. Und ich sag's dir, Leslie, geh mir nicht auf den Sack. Weiß nicht, wen du vor dir hast. Alter, das war jetzt eine Ansage, ne? Alter, ich hab Angst, Mann, ich gehe lieber. Du brauchst keine Angst haben, du musst einfach nur aufpassen. Hast du's verstanden? Ja, natürlich, Stefan, ich hab's verstanden. Ja, gut, jetzt mach einen Abflug. Okay, kann mich jetzt einer mal aufklären, Stefan? So, bin ich jetzt Nummer 0 oder was? Okay, Stefan, Entschuldigung, dann glaub ich, dann hast Stefan, du anscheinend doch recht. Gegeben, ja. Anscheinend waren das nur diese Hater, die über dich gesprochen haben. Das sind die ganzen Hater, die neidisch auf mich sind. Stefano, ich habe gerade eine Vision. Was für eine Vision? Wir müssen kurz wohin. Dean, beschäftige dich mal irgendwie alleine. Stefano, wir müssen ins Auto. Fahr Richtung Mirror Park. Was ist los? Ich werde es dir gleich erzählen, wenn wir vor Ort sind, Stefano. Du bist der Erste, der davon hört. Ja, da du eben Eier bewiesen hast, bist du genau der richtige Mann dafür. Ja, kannst mal sehen, ne? Noch ein Stückchen. Und jetzt park mal hier rechts. Siehst du das, Stefano? Siehst du diese heruntergekommene Tankstelle? Wir gehören nicht nach Little Seoul. Ah. Wir gehören hierher. Und da brauchst du keine Partner mehr. Du hast deine eigene Tankstelle. Ich verstehe. Guck dir diese Straße an. Direkt nebendran. Unser Milieu. Wir werden diesen Ort zum Ostblock machen. Deswegen Ostblock. Ich komme einfach aus Polen. Ach so. Wir werden hier einen Staat im Staat gründen. Den Ostblock. Okay, das war's schon. Wir können wieder zurück. Ein Milieu erschaffen, das alle hierher wollen. Ja, aber das werden wir machen. Wir werden Grenzen ziehen. Und weißt du, wir werden nicht alle reinkommen. Wir werden unsere eigene Währung hier drin haben. Achtung. Oh! Heilige Scheiße! Alles in Ordnung! Nur Blechschaden? Ja, zum Glück schon. Wie fahren Sie denn auch? Ich? Und wir klären das. Ist doch gar kein... Ich würde sagen, hier liegt natürlich ein ganz klarer Fall von beide Seiten haben einen Fehler begangen. Würde ich nicht sagen. Wie würde ich nicht sagen? Ich würde ganz klar sagen, dass der Fehler bei euch liegt. Hättest du langsamer gefahren, wäre dein Bremsweg gar nicht so lang gewesen. Fahrradkette. Ja, jetzt wird man nicht frech hier. Noch bin ich hier 50-50. Noch bin ich neutral und nicht parteiisch. Also du gibst zu, dass du einen Fehler gemacht hast. Ich geb dir gar nichts zu. Aber du warst gerade dumm, Stefan. Sagen wir es so, gibst du es zu, setz dich in dein Auto und du kannst gerne fahren. War das jetzt gerade eine Bedrohung? Nein, Stefano. Nein, ich habe da gerade, glaube ich, ein bisschen Bedrohung gehört. Ne? Nein, du bist der Dumme hier in diesem Fall, Stefano. Warte mal. Der Mann hat recht. Was meinst du jetzt? Ich möchte nur gerne, dass du zugibst, dass du einen Fehler gemacht hast, weil du auf der falschen Straßenseite warst. Du wirst als erstes hier zugeben, Kollege. Du wirst als erstes hier zugeben und du wirst sagen, dass du zu schnell gefahren bist. Und dann werde ich zugeben, dass ich falsch war. Das ist aber ein gutes Argument von der Seite, ne, mit der ich hier angekommen bin. Vielleicht also ich mache euch sogar ein Angebot. Den Arzt übernehme ich. Warte, könntest du dich jetzt bitte entschuldigen? Ja, es tut mir leid, man sieht sich, ne? Ja, bis dann. Schönen Abend. Bis dann, tschüss. Ja, der ist falsch gefahren, der Idiot hier, ey. Das hätte echt nicht sein müssen. Das hätte echt nicht sein müssen, Stefano. Ja, wir sind doch schon weg. Was habt ihr vor? Na, wir machen jetzt kriminellen Scheiß. Wir haben vor, so die Bank auszurauben. Ich würde vorschlagen, dass zwei Leute auf Schmiere gehen und dass die anderen alle dort drinnen sind. Okay, ich stehe Schmiere. Warum darf denn Stefano immer mit Schmiere stehen? Ja, weil ich Schmiere, weil ich gut reden kann hier. Also ich sehe mich mit Leslie Schmiere stehen. Ich würde aber auch heute gerne mal Schmiere stehen. Ich will auch Schmiere. Lass uns Schmiere stehen. Wir fahren jetzt hoch. Genau, wir machen das jetzt. Okay, erstmal hochfahren. Okay, Dean fährt. Wer steht denn jetzt Schmiere hier? Oskar. Ich bleib hier draußen. Und Oskar bleibt hier draußen. Genau.
Ich werde mich so gut verstecken, ne? Die werden mich nicht finden. Alter, da bin ich gespannt. Bis gleich. Ja. Seid ihr bereit? Jawohl. So. Ja. Ah, der ist kaputt. Ja, der ist auch Schrott. Dann hilf mal Dings, Leslie ein bisschen. Hebelst du das hier, um die Platte abzumachen? Wie machst du das mit dem kleinen Messer immer? Oder hast du da so spezielles Werkzeug für? Mann, ihr habt keine Ahnung, man geht einfach so ran, ey. Ah, jetzt kann ich das Ding hier ablösen. Ah, perfekt. Hey, ich nimm's raus. Geil. Kommst jetzt ran, Leslie, Mann. Nein, noch nicht. Ich gleich. Oh, beeil dich hier, ey. Alter, entspann dich. Wenn ich da einmal abrutsche, dann ist das Ganze wieder verkackt. Cool. Nimm alles. So, und das, weißt du, das jetzt, alle sind draußen. Oh. Okay. Ja, dann Endlich, Mann. Was machst du da? Was hast du aufgekratzt? Nein, schnell weg, jemand, schnell weg. Hey, was ist los? Wir haben Kameras. Sie hat gesagt, ihr habt Kameras. Wo sind die? Ich weiß nicht, ob da Kameras drin sind. Ich setze lieber meine Maske auf. Okay, let's go, Mann. Knacken wir das Ding auf. Jungs, macht weiter. Wir sehen die Einfahrt. Der Adler ist auf dem Dach. Oskar! Ja, was ist, Stefano? Hast du noch deine Bierflasche, ey? Ja, klar hab ich meine Bierflasche. Oh, ich muss so krass pinkeln, ey. Ich bin gerade am Arbeiten. Kannst du vielleicht halten? Lass laufen. Nein! Ich muss dir zurückgeben, das fand mal, wie viel Wurm. Oh ja, das merkt ihr doch nicht. Dieser Wurm ist eigentlich voll hart, Mann. Perfekt, ich bin fertig. Guck mal, wie dumm Stefano ist. Er zieht seine Maske vor der Tür aus und guckt rein, obwohl da oben eine Kamera ist. Oh, hab ich ja gar nicht gesehen. Er lief bisher ganz gut. Die Frage ist, müssen wir das riskieren? Ja, wir haben jetzt bis jetzt insgesamt 6 Automaten geknackt. Lasst uns die am Stadtpark machen. Das ist aber richtig riskant, ne? Also da stehe ich auf jeden Fall Schmiere. Oskar, der alkoholisierte Wichser möchte, dass ich ihm das ganze Geld gebe. Ja, weil, pass mal auf, wenn wir erwischt werden jetzt gleich, ich habe noch nie was begangen, das Geld ist bei mir sicher, verstehst du? Ja, da hat er recht, ich gebe ihm das Geld. Okay. Das wirst du halt aufbauen, ja? Ja, das geht doch nur, dass wenn wir jetzt geschnappt werden bei der letzten Aktion, dann ist alles weg. Und ich brauche echt jeden Cent. Ja, aber du weißt, warum du das aufbauen sollst. Ja, natürlich. Wie unser Ostblock. Alles klar. Wie viel waren das, Jimmy? Hey, 2500. Ey, wir müssen das Geld schnell abheben. Wenn die das merken, das noch nachüberprüfen. Stefano, komm, wir fahren schnell zum Backautomaten. Okay. Der Jimmy muss das abheben. Hast du? Ja, ich hab's Oskar gegeben. Leslie, hol du mal die Kohle, dass wir alles auf einem Haufen haben. Los. Ja, das können wir doch gleich in Ruhe machen, wenn wir hier alle... Leslie, du machst gerade alles kaputt, weißt du das? Egal, dann geh jetzt schnell, Leslie, Mann. Sonst kackt er sich noch rein oder so. Ja, jetzt macht Oskar auch noch einen Automaten. Nee, okay. Ich mach einen Scheiß jetzt. Doch, nein, Oskar, du machst jetzt mit, Alter. Ich geh jetzt an dem Automaten dort hinten. Ich kann das nicht und ich hab jetzt schon so viel getrunken. Ich will jetzt nicht. Nein, das ist wirklich. Du hast gesagt, du hast zu wenig getrunken. Und dir geben wir gerade unser ganzes Geld? Oskar! Nein, Stefano, ich werde nicht sagen, was du vorhast. Was geht hier vor, Oskar? Wer hat was hier vor? Erzähl mal. Also, ich werde es euch sagen, wenn ich keinen Automaten jetzt da bearbeiten muss. Also, der Jimmy, ne? Der hat gesagt zu mir, wenn wir fertig sind, soll ich ihm die ganze Kohle wegnehmen? Weil er schuld hat. Jimmy! Alter, was? Ist es dein Ernst, Jimmy? Ich sollte jetzt gleich eigentlich um die Ecke gehen. Weißt du was? Ich habe Angst. Aber das sind meine Freunde, die werden mir glauben, und mich beschützen. Vor irgendeinem Drogenjunkie wie dir. Alter, ich hab Jimmy nie getraut, Mann. Ich schwöre auf die Drogen. Ich habe nicht mit Oskar geredet. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott. Leute, merkt es nicht? Stefano ist eigentlich der das Geld will. Das hat Oskar selbst eben erzählt. Ich hab mich versprochen. Oskar, nein. Und jetzt verteidigt aus Nervosität habe ich den Namen vertauscht. Lass ihn erstmal den Automaten machen, dann reden wir weiter. Ich werde keinen Automaten machen. Ich habe euch jetzt was erzählt. Bleibt immer ganz kurz stehen. Wenn ihr jetzt noch einen Schritt näher kommt, verbrenne ich die 15.000 Dollar. Ganz ruhig. Bleib ruhig. 15.000 Dollar haben wir zusammen gemacht. Durch Oskar. Naja, minus Jimmy sind 5. Das sind für jeden. 3.000 Dollar. Warum wollt ihr noch geiziger werden? Das ist die ganze Arbeit, die wir gerade reingesteckt haben. Willst du Oskar, ich wüsste ja, Mann. Mein Arm tut schon weh, Mann. Ich habe keine Arbeit reingesteckt. Oskar, also, Mann. Mir bedeutet das Geld nicht. Ich brauche kein Cops. Geld. Ich rufe vielleicht die Cops. Warte. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich gebe euch 14.000. Ich behalte nur 1.000. Den Rest könnt ihr aufteilen. Aber ich werde jetzt hier keine kriminellen Dinge tun. Oskar, ich fange das uns ab. Komm in Oskar, hier. Okay. Nein! Stefano, komm, tritt näher! Stefano! Ey, was nimmst du mir mein Geld weg? No, ey, gib mir den Sack wieder! Halt! Zurück zum Automaten, schnell! Grad weg? Nein! Stefano, stehen bleiben! Oskar, wenn ich dich in die Finger bekomme. Mal plötzlich, Oskar! Komm, Stefano, gib Gas! Stefano! Aussteigen! Oh Gott! Oh verpiss dich, Leslie! Ja. Ah, Oskar, wir haben das Geld! Oskar, wir haben das Geld! Ab zum Ostblock, da zahlen wir das ein. Jetzt haben sie die erste Bekanntschaft mit dem Ostblock gemacht und jetzt können sie sich uns anschließen. Jetzt sehen die, was für brutale Typen wir sind. Ja, jetzt sehen die, was für Leute wir sind, ey. Ey, für einen Moment, ne, Oskar? Ich dachte, du wirst das Geld wirklich verbrennen, Mann. Ey, bist du bescheuert, als ob ich die Kohle verbrennen würde? Ey, du kannst Schauspieler werden, Mann. Ostblock-Tankstelle im Mero-Park. Bis gleich. Komm alleine, ich vertrau dir. Hast du die Kohle einbezahlt? Ja, natürlich. Ja, wo ist mein Anteil, du Arschloch? Ja, das machen wir gleich. Okay. Nein.
Stefano. Wo bist du? Ich bin hier, die sind nicht da. Natürlich sind die da, Mann. Leslie, Dino und so sind hier. Nein, die sind dir hinterhergefahren. Ich hab mich versteckt auf dem Dach. Du versteckst dich auf dem Dach, alles klar. Wo bist du überhaupt? Ich bin aber in deinem Auto jetzt. Geh mal zur Tanksäule da. Ich will gucken. Oh, ich komme. Ja, ich komm doch schon. Sind die weg? Ja, die sind weg. Haben die dich gesehen? Ja, natürlich. Die haben gesagt, aber die wollen dich. Was wollen die von mir, Mann? Das weiß ich. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Ich hab eine... reingelegt. Stefano, bleib stehen, Mann. Komm mit. Komm mit, wo ist das Geld? Ist das Geld? Ich hab das Geld nicht. $15,000. Ich hab das Geld nicht. Komm mit. Oskar, ist das dein Ernst? Stefano. Wenn du das Geld von denen klaust, lass dir ein bisschen auf die Fresse hauen und wir sind ein bisschen reicher, das passt schon. Trau mir. Mann. Nein, du bist doch der Mucki, Mann, deshalb kriegst du auf die Fresse nicht ich. Stell dich da rein, Hände hoch, zur Wand. Hast du dir gesagt, wo wir sind, Johnny? Ja. Stefano, wir wollen die $15,000 haben, ne? Das ist echt eine Scheiße, Mann. Du bist echt eine Scheiße geraten. Ich hab meine Schulden bezahlt. Johnny. So schnell deine Schulden bezahlt. Wo denn? Ich hab's überwiesen. Das wird dann wohl deine letzte Überweisung gewesen sein. Hallo, Stefano. Hallo. Ich hab auch kein Oberteil an. Ja. Oh, Stefano, mein Gott. So, Stefano, jetzt zieh mal deine Schuhe aus. Oh. Wieso denn das? Ja, das wirst du schon gleich sehen, Mann. Nicht die wundervollen Sneaker, bitte nicht. So, da sind jetzt... Wir haben 10 Möglichkeiten. Welcher soll's sein? Was denn? Nennt einfach eine Zahl. Möchte jemand einen Vorschlag? Null. Nee, 1 bis 10. So, macht jetzt von euch hier keiner einen Vorschlag? Nummer 10. Nein, ich will nicht... Seite. Nein, Moment, hallo. Ich hoffe, dass es der Kleine ist, den brauchst du nicht. Stefano, was wollt ihr denn von mir überhaupt? Ich möchte dich einfach nur daran erinnern, lieber Stefano, einfach mal direkt mit Frauen umzugehen und darauf zu hören, wenn sie Nein zu dir sagen. Ich wüsste jetzt nicht, bei wem ich irgendwie... So, und jetzt nehme ich hier dein Füßlein und... Nein, okay, mit. Ich wurde jetzt voll zugestochen, Mann. Aua. Ich den Zeh abgeschnitten. Jetzt ist es wirklich deine Tankstelle. Dein Blut wurde hier vergossen. Geht's dir wirklich so schlecht? Ja, mein Zeh ist weg. Das ist doch nur ein Zeh. Ja, mein Fuß ist fast weg, Donny. Ja. Von heute... an. Musst du mich immer schieben. Alter, nee. Doch, komm, Johnny, du wirst mein Betreuer sein, Johnny. Ich werde doch nicht dein Betreuer. Doch. Ey, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Ich glaube, ich darf jetzt auch Taxi und Bus umsonst fahren. Ey, da hat die Sacke ja doppelt und dreifach gelohnt. Ich wüsste dir, Mann, das hat... Ey, daran habe ich gar nicht gedacht. Siehst du mal, mein ausgeklügelter Plan. Ich kann jetzt und Bus... Plan hat funktioniert. Ja, Bus und Bahn und so kann ich jetzt umsonst fahren, ey. Boah, geil, ey. Ey, ihr müsst auch euren Zeh abschneiden lassen, glaubt mir. Johnny, guck mal, ob du da oben irgendwo... Oh scheiße, das ist die Blutvergiftung, die gerade eingesetzt hat. Du hast einfach meinen Rollstuhlfahrer umgeboxt. Und was ist passiert? Hey, ich dachte, ich bin schon aufgefuckt, der Wichser, ne? Aber bei dir geht ja, da brennen ja völlig alle, die sich rumdrücken.